Sehr schön. So, sag mal. So, Iban. Ach, guck mal. Super, perfekt. Du siehst blendend aus. Na, ihr seht super aus. Bettina und Kai, das Tolle ist an diesem Pixar-Film, dass sie ja weltweit die Menschen immer wieder begeistern. Und es gibt eigentlich keine Geschichte, die bisher erzählt wurde, die nicht erfolgreich war. Worauf führt ihr das zurück? Also was bei Disney Pixar natürlich ganz stark ist an diesen Animationsfilmen, ist, sie haben wirklich nicht nur eine leicht oberflächliche Geschichte für Kinder, sondern es ist wirklich für jede Altersklasse was dabei. Und es sind immer tiefgründige Filme, die auch eine Nachhaltigkeit haben. Also wir haben nach diesem Film auch lange noch drüber nachgedacht. Und es ist wirklich eine tolle Unterhaltung. Es ist viel Humor drin, aber eben auch diese Tiefgründigkeit. Was würdest du sagen, jetzt über Alles steht Kopf? Ja, das ist einfach das Beeindruckende, ist die Qualität, ne, mit der das wirklich generalstabsmäßig gemacht wird. Wir haben heute Mittag mit dem Produzent und dem Regisseur gesprochen. Diese Detailverliebtheit und dieses Können von so vielen Menschen, das bringt wirklich was Gutes zustande. Und das ist also, ich liebe einfach Können und die können wirklich viel. Und Alles steht Kopf hat wirklich die außergewöhnliche Qualität. Dass es auf so einem soliden Fundament eine so solide Geschichte erzählt und dabei so lustig ist. Und deswegen, glaube ich, Millionen begeistert. Es gibt ja die Geschichte, dass Pete Docter und Jones Rivera anfangs 25 Emotionen hatten, die sie darstellen wollten, haben sich dann 5 rausgesucht. Welche, würdet ihr denn sagen, sind die dominantesten, vor allen Dingen auch bei euch? Also jetzt von den 5... möchte ich eigentlich jeden Morgen mit Joy, mit der Freude aufwachen. Und dann, je nachdem, wie der Tag verläuft, dürfen die anderen dann auch mal buzzern. Also das ist so, aber ich versuche immer wieder Joys, also das wäre so mein Idealbild für da oben, die so, ja, jedermanns, die so in den Vordergrund immer zu schubsen. Ja, das sehe ich natürlich genauso. Ich mochte auch beim Film gucken, am liebsten Joy natürlich. Das ist rührend süß, aber man möchte es nicht haben. Und man lernt aber durch diesen Film, finde ich so schön, es zu akzeptieren und zu sagen, okay, die sind da, die haben ihre Berechtigung und man kann die Freude auch nicht empfinden, wenn man nicht auch die Trauer kennt. Also man braucht als Mensch wirklich beides. Also es ist sogar bewiesen, dass man nicht dauernd glücklich sein kann. Wichtig, nicht keine Angst haben, Gefühle auch zuzulassen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? Dass man immer welche versucht, restriktiv für sich zu behalten. Ich glaube, ganz spannend ist auch für die Zuschauer mal zu verstehen, wie anstrengend Synchronarbeit ist. Du hast ja Tigress gesprochen, du hast den Porsche gesprochen bei Cars 1 und 2, du hast es auch schon gemacht. Wie ist das? Also wie funktioniert das und wie sieht man in sich in so einem Film auch rein? Ja, es ist halt Synchronarbeit zur reinen Schauspielerei ist natürlich insofern was ganz anderes, weil man hier nur ein Handwerkzeug, also sprich die Stimme zur Verfügung hat. Und was Kai schon gesagt hat, die Animationsfilme von Disney Pixar sind so toll mittlerweile gemacht, dass selbst die Figuren, es ist so viel schon vorgegeben. Man sieht die Figuren atmen, das was uns Schauspielern dann nochmal eine Leichtigkeit mitgibt, sage ich mal, dieses eine Werkzeug, was wir haben, die Stimme nochmal anders einzusetzen. Wir hauchen den Leben ein, aber nehmen deren Atem auf, nehmen deren Stimme auf und so. Und es gibt ja einen Synchronregisseur auch, der einen da begleitet. Also es sind genaue Vorgaben und das ist eine sehr intensive, aber wunderschöne Arbeit. Und es ist ja auch eine Ehre, wenn man einem Disney Pixar einer Figur... Man will die Besten für das Beste. Das hast du sehr nett gesagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Bis später. Danke.